Es ist nicht nur Wunsch, sondern absoluter Wille von uns. Es ist das Ziel, dass wir einfach gewinnen in Hoffenheim, damit wir uns klar für die Euroleague qualifizieren und dann nicht die Quali-Runde spielen müssen. Es war ja erst der Manager, dann war es der Trainer, jetzt sind wieder andere Personen, über die man diskutieren muss. Von daher werde ich mich da auch fernhalten, um das mich dazu äußern, sondern jeder weiß, wie ich denke, und ich denke, das steht unterm Strich. Es klingt immer total blöd, wenn ich jetzt sage, wir haben uns richtig weiterentwickelt in diesem Jahr, weil einfach die Ergebnisse das nicht so widergespiegelt haben. Aber ich sehe trotzdem enorme Fortschritte, wenn ich die Spiele von letzter Saison, gerade auch die letzten Spiele betrachte, wenn ich die jetzigen Spiele betrachte, da hat sich einfach viel, viel getan. Aber ja, leider Gottes ist halt Fußball ein Ergebnissport. Bilanz kann man ziehen nach 34 Spieltagen. Jetzt ist einfach wichtig, oder der Fokus muss auch einfach darauf sein, alles zu geben für den Verein, für sich selbst in erster Linie, aber auch, um einfach dann das Ticket klar zu machen für die Euroleague. Und dann kann man sich entspannt hinsetzen. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit, um dann genügend Bilanz zu ziehen und jeden Spieltag nochmal zu analysieren. Bayern und Dortmund, denke ich, da kann man ganz klar sagen, dass hier einfach die Dominanz sehr, sehr hoch ist in dieser Saison. Wir werden natürlich versuchen, auch wieder in der nächsten Saison da anzuknüpfen. Dass wir jede Menge Arbeit haben, ist ganz klar. Aber ich sehe mich jetzt nur nicht hinter Leverkusen oder Gladbach, wenn das vielleicht diese Saison in der Tabelle so aussehen mag.